Ja, bei mir ist jetzt der Schaffhauser Ständerat Hannes Germann. Herr Germann, bevor wir über die Legislatur von Ueli Maurer reden, Sie sind als einer von diesen SVP-Sprengkandidaten gehandelt worden. Wie sieht das jetzt heute Morgen aus? Ja, also ich habe ja signalisiert, relativ frühzeitig, dass ich nicht zur Verfügung stand für so Übungen. Ich wäre gern aufs reguläre Ticket gekommen, das hat mich gefreut, aber jetzt ist der Entscheid anders gefallen und den habe ich sofort akzeptiert. Ich bin Sportler genug in dieser Sache, aber es hat natürlich geirrt. Ich habe viel Vertrauensbeweis aus dem Parlament bekommen und auf der anderen Seite ist man aber auch loyal der Partei gegenüber.